der Lutz macht den Zivi an der Ostsee. Der Lutz, ich hoff, dass ich wenigstens mal Post seh. Nach einem halben Jahr den Abwasch machen, weiß er nicht mal mehr, wie trockene Haut aussieht. Und er vermisst das Tageslicht so sehr, dass er beschließt, als er wie immer auf den Knien die Treppen steigt, von hier zu fliehen, wenn der Mond in seine halbblinden Augen scheint. Er will von hier verschwinden, doch sie werden es ihm nicht einfach machen, weil sie jeden Abend hier um sieben ihren Hai rauslassen. Da bleibt nur der Landweg, um am Gittertor vorbeizuhassen. Wenn sie würden schießen, würde er sich auf die Reise machen. Er denkt mal eine Woche Fasten und dann tragen mich die Raben. Doch dann kommt ihm die Idee, sich einen Fluchttunnel zu graben. Er beginnt unter der Spüle, denn da ist außer ihm keiner. Als Werkzeug hat er Essbesteck aus Plastik. Made in China. Nachts aber auch im Bullen denkt, da könnte er genügend weit sein. Mit dem letzten Löffel kräht er hoch und riecht die süße Freiheit. Jetzt kennt er nur eine Richtung, ab nach Süden in die Heimat. Er hört nur die Stimme, die im Kulturhotel darüber nachschreit. Der Lutz macht den Zivi an der Ostsee. Der Lutz bekam von der Luft dort Kopfweh. Alter, das ist eine gute Idee.